Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Minigame Tuesday. Heute spielen wir mal wieder Geoguessr. Und wenn ich mir hier diese Location angucke, das gibt mir schon irgendwie so Flashbacks zu der letzten Folge. Ich hoffe, wenn du diesmal eine Stadt findest, die ein bisschen größer als in der letzten Folge. Jade City, 2 Kilometer. Okay, das. Also, City ist großzügig, glaube ich. Da würde ich nicht mal ein Dorf nennen. Aber wir sind auch tatsächlich wieder in Kanada. Okay. Aber wir wissen immerhin schon mal, dass wir in Ontario sind. Das ist doch schon mal gut. Soll das 522 Da. 522. Arnstein. Ich hab's gefunden. Birch Point Road. Okay. Genau, das ist die von eben. Da ist. Ja, okay, ich bin an der richtigen Stelle. Jetzt muss ich nur herausfinden, wo mein Start war. Hier, das ist diese Straße. Gestartet bin ich, bevor die Straße eine Kurve macht. Also vor dieser Kurve. Ich würde sagen, ungefähr da bin ich gestartet. Meter, ja, das ist nicht schlecht. Runde 2, mal sehen. Oh, das sieht hier aber schon nach einer recht breiten Straße aus. Das ist schon mal gut. Oh. Kann es sein, dass wir wieder mal in Brasilien sind? BR. Ich glaube, das geht in die richtige Richtung, weil als wir das letzte Mal in Brasilien waren, da war das auch immer dann die großen so, Straßen so mit so zwei Buchstaben für das Bundesland. Und dann dem Namen. Aber. Ich sehe gerade kein Bundesland mit dem Kürzel BR. Oder steht das für die große Straße? Ey, wenn ich das jetzt einfach gefunden habe, ne, weil hier ist 277. Das wäre ja mega witzig. Wenn ich das jetzt einfach zufällig gefunden habe. Weil das kann sein, dass BR dann einfach für die größeren Straßen steht. Oh mein Gott, das könnte das wirklich sein. Wo war das eben hier? Palmyra. Wo war Palmyra? Da. Ist Richtung Westen. Das heißt, wir befinden uns irgendwo davor. 22 Kilometer, also auch jetzt nicht so weit. Ich fahre mal weiter und gucke, ob ich hier zu der Abzweigung zu PR 427 komme. Okay, das wäre mir aber aufgefallen, wenn ich da durchgefahren wäre. Nee, da bin ich noch nicht vorbeigekommen. Und hier scheint auch eine Eisenbahnstrecke oder so zu sein. Moment, ist das diese Brücke mit der Eisenbahn? Das ist die. Ja, genau, das ist das. Und da ist die Abzweigung. Das ist das. Jetzt bin ich hier. Okay. Okay. Moment. Ich glaube, das. Ich schaue nochmal in die Richtung.
Das ist diese Abzweigung hier, oder? Da stand doch gerade ein Schild, wo irgendwas drauf stand. Genau, das ist das hier. Das ist diese Kreuzung. Und da vorne ist dann eine Kurve. Und ich bin praktisch direkt davor gestartet. Also da ungefähr. Guess. 30 Meter. Okay, so weit, so gut. Runde 3. Oh, das sieht aber wieder nach einem guten Ort. Na, wobei. Immerhin scheint es hier zumindest einen Ansatz von Zivilisation zu geben. Scheint englischsprachig zu sein. Ernsthaft? Warum ist das Straßenschild geblurrt? Shirley. Das klingt irgendwie britisch. Das Kennzeichen scheint weiß zu sein. Britische Kennzeichen sind doch gelb. Moment. Aber der BMW, und da war eben auch ein Truck. Der BMW hätte sein können, dass der vielleicht einfach nur überholt. Aber bei diesem Truck bezweifle ich das. Wir haben Linksverkehr. Das ist interessant. Das würde Kanada ausschließen. Es könnte dann zwar immer noch Australien sein. Oh, da ist eine größere Kreuzung. Neuseeland. Wir sind in Neuseeland. Aha. Oh, das hilft mir. Zwei, 22 Kilometer Richtung Norden. Das hieße aus der Richtung hier. Ich habe die Straße gefunden. Okay, da ist diese Straße. So, jetzt muss ich nur zurückverfolgen, wo ich drauf gefahren bin. Und dann von hier bin ich gekommen und hier bin ich drauf gefahren, genau bei dieser Straße hier. Und ich glaube, ich müsste dann hier an dieser Kurve sein, oder? Das heißt, ich müsste. Genau, Shirley Road. Shirley Road hatten wir doch hier, oder? Das müsste doch, war doch hier diese Straße. Das da, das war doch Shirley Road. Genau. Ja, ich bin hier bei dieser Kurve. Da. Um genau zu sein. Da. 9 Meter. Super. Natürlich musste ja irgendwie sowas kommen. Irgend so eine Dreckstraße. Irgendwo im Nirgendwo. Oh. Ist das Asphalt? Das ist interessant. Ja, okay, das war es dann. Was zur Hölle? Da vorne war noch asphaltiert und hier jetzt plötzlich irgendwie fährt man über so eine billige Holzbrücke, die aussieht, als würde sie nicht mal einen Kleinwagen aushalten. Und hier ist wieder Asphalt. Was?
Da vorne ist das. Na, schade. Es hat von weitem aus gesehen wie ein großes Schild. Es ist ein Baum. Okay, wir befinden uns tatsächlich wieder in Brasilien. Wow. Das ist der erste konkrete Hinweis, den ich hier gefunden habe. 20 Minuten später. Nee, ganz ehrlich. Ich hoffe die ganze Zeit, dass ich vielleicht doch noch irgendwas finde, was mir helfen könnte. Aber das Einzige, was ich gefunden habe, waren diese zwei Städtenamen, die mir an sich so nichts wirklich bringen. Von daher sage ich jetzt einfach mal irgendwo da in Brasilien. Hey, das war gar nicht so schlecht. Naja, ich sage jetzt mal, mehr war nicht wirklich drin. Das sieht jetzt auch nicht wirklich vielversprechend aus, aber die Schilder stehen auf der linken Straßenseite. Das würde bedeuten Linksverkehr. Vielleicht zum Beispiel irgendwo in Schottland. Das sieht aber alles irgendwie hier so ein bisschen vertraut aus. Sag mir nicht, wir sind wieder in Neuseeland. Das wäre schon irgendwie witzig. B56. Wenn ich mir so Großbritannien ansehe, die Farben würden passen, aber die heißen alle A irgendwas und nicht B irgendwas. Und dann habe ich gedacht, Irland könnte es vielleicht auch sein, aber da ist es überall N. Aber nirgendwo ist B. Oder ist es vielleicht Australien? Nee, Australien hat aber. Nee, Australien macht keinen Sinn eigentlich, wenn ich mir das so angucke. Nee. Rote 8? Gibt es sonst noch irgendwelche englischsprachigen Länder mit Linksverkehr außer Neuseeland, Australien und Großbritannien? Und die habe ich ja alle überprüft. Ich meine, gut, Irland weiß, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob die auch Linksverkehr haben. Aber Irland kann es ja nicht sein. Da ist überall N und nicht B. Großbritannien kann es auch nicht sein. Da ist überall A und nicht B. Australien kann es auch nicht sein. Da ist es auch überall A oder M. Aber auch nirgendwo B. Und Neuseeland wäre von dieser 8 hier das Einzige, was vielleicht Sinn macht. Weil gut, das ist nicht genau dieselbe Form, aber immerhin ist es auch rot. Aber die haben nicht irgendwelche Straßen, die halt so grün mit gelber Schrift sind. Das macht halt alles keinen Sinn. Moment, da hängt eine Flagge. Was ist das für eine Flagge? Ist das eine Nationalflagge? Das könnte. Boah, das ist echt kacke. Das ist halt blau und da ist irgendwie rot und weiß. Aber das könnte trotzdem dann immer noch Neuseeland oder Großbritannien sein. Die haben halt beide diese Farben. Ey, das ist doch kacke. Moment, da ist ein Schild, auf dem steht, dass es hier zur Polizei geht. Das könnte vielleicht ein guter Hinweis sein. Da ist die Polizei. Wie, da ist die Polizei? Soll das eine Polizeistation darstellen? Das da? Das ist doch keine Polizeistation. Hä, was? Ich glaube, alle wirklichen Hinweise, die mir was bringen, habe ich schon gefunden, die hier in unmittelbarer Umgebung sind. Und die Bildqualität ist einfach so schlecht, ich kann nichts erkennen. Absolut gar nichts. Hier steht 2019. Ey, hallo? Aufnahmen von Yetis haben mehr Pixel.
Nee, ich sag jetzt hier, die 8 war so der beste Hinweis irgendwie. Ich sag jetzt einfach da. Was? Das war tatsächlich Australien? Oh mein Gott, da ist die B56. Tatsächlich. So, die letzten zwei Runden leider ein bisschen Pech gehabt. Die Runde in Kanada, die in Neuseeland und die erste in Brasilien waren perfekt, aber dann leider die letzten beiden nicht so erfolgreich. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder bei der nächsten Folge des Minigame Tuesday. Und wir werden auf jeden Fall irgendwann nochmal GeoGuessr spielen. Dann schaffen wir vielleicht auch mal die volle Punktzahl. Bis dann.